Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich dachte mir, es wird mal wieder Zeit für einen Wochenvlog. Vor allem, weil diese Woche, ich kann es kaum fassen, ja auch schon die Weihnachtswoche ist. Beziehungsweise jetzt haben wir Montagabend, deswegen sehe ich auch so ein bisschen fertig aus. Ich komme gerade von der Arbeit und Sonntag ist Heiligabend. Und da ich euch vor 2 Jahren, 2015, auch, sorry, ich bin irgendwie noch so halb am Essen gerade, mitgenommen habe an Weihnachten, dachte ich mir, auch 2017 wird es wieder Zeit. Wenn ich schon wieder Weihnachten in Japan bin, solltet ihr auch wieder alles mitkriegen. Und ja, wie gesagt, es ist ein Montagabend. Heute ist nichts Spannendes passiert. Ich war halt nur bei der Arbeit. Jetzt warte ich, dass Anni wieder da ist, weil wir noch was buchen müssen. Das erkläre ich euch später, wenn Anni dann auch dabei ist, weil wir fliegen nämlich noch nach Hongkong und nach Sapporo. Details dazu später. Und dann gehen wir später noch zum Sport. Und ja, das ist so der Plan für den Rest des Abends. Apropos Sport, ich habe hier eine Yogamatte zugeschickt bekommen, wie man sieht. Die ist sogar von einer Seite isoliert, und zwar wieder von Banggood. Da habe ich euch letztes Mal schon ein paar Produkte von gezeigt. Ich verlinke es euch auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Freue ich mich auf jeden Fall drüber, weil ich die sehr gut gebrauchen kann zum Dehnen und so. Also weil ich auch oft ja abends joggen gehe und so. Und ich habe halt echt gemerkt durch meine 10 Jahre Fußball, dass sich sonst die Muskeln verkürzen, wenn man sich nicht vernünftig dehnt. So, oh Gott, also wie vorhin schon erwähnt, müssen wir jetzt ein bisschen was an unserer Buchung ändern. Also wir fliegen im Januar, am 11. Januar nach Hongkong, und wir haben gestern irgendwie, glaube ich, ein bisschen Humbug gemacht. Also wir haben ein Hostel gebucht und jetzt ist halt im Endeffekt rausgekommen, dass das, also es hat wirklich, wie du es heute Morgen geschrieben hast, unterirdische Bewertung. Unterirdisch, liebe Leute. Also da soll anscheinend krabbelfähig sein und richtig eklig, und irgendwelchen Leuten wurde an der Rezeption dann noch irgendwas extra berechnet und keine Ahnung, also anscheinend eine absolute Vollkatastrophe. Aber irgendwie, ohne Witz, ich schwöre, das wäre uns auch gestern aufgefallen. Also hätten wir diese Bewertung direkt gesehen. Weil ich weiß noch, da oben, also auf dem Bildschirm fuhren so Bewertungen und die waren nicht so. Aber das kann natürlich auch alles gefaked gewesen sein. Ne? Aber wir hatten auch eine Bewertung von 4,6. Ich glaube, wir haben aus 5 gedacht in unserer Verstrahltheit und nicht aus 10. Oh. Das klingt halt nach uns. Ja. Deswegen suchen wir jetzt erstmal ein neues Hostel, was aber hoffentlich dann auch nicht so teuer ist. Mhm. Und wir fliegen noch, das haben wir gestern auch gebucht, aber das ist, glaube ich, alles in trockenen Tüchern jetzt, nach Sapporo. Im Februar, weil da ja dieses Yuki Matsuri ist, das Snow Festival. Und ich glaube, das wird echt geil. Also da bauen die ja so ganz große Eisskulpturen. Und das ist eines der größten Schneefestivals der Welt. Und ja, da bin ich mal gespannt drauf. Aber jetzt versuchen wir erstmal hier Hongkong zu retten, weil den Flug haben wir, aber jetzt haben wir halt kein Hostel mehr. Aber es wird schon schief gehen. Noch haben wir es. Noch haben wir es. Wir können da auch hin. Also im Notfall, Leute, das wird der absolute Abenteuer-Vlog, ich sag's euch. Wunderschönen guten Morgen, Anni. Bock auf Arbeit? Wir sind jetzt erstmal gleich bei der Arbeit angekommen. Und dann treffen wir uns heute Abend mit unserer ganzen Gang von unserer alten Uni hier, weil unsere Freundin aus Indien, habe ich auch glaube ich schon erzählt, jetzt noch mal einen Tag in Tokio ist, bevor die wieder zurück nach Indien fliegt. Und ja, es ist auf jeden Fall immer cool, so die ganzen alten Leute wieder zu sehen. Alte Leute klingt so, als wären die voll alt. Leute von früher. Naja, jetzt erstmal arbeiten. Wir sind jetzt, oh Hilfe, tatsächlich an unserer alten Uni, Leute. Ich fasse es nicht. Wir waren jetzt einfach seit Juli 2016 nicht mehr hier. Und jetzt gibt es hier halt so einen neuen Turm, den Sophia Tower. Und den gucken wir uns mit unseren Freunden an. Und dann gehen wir noch was trinken mit allen. Und dann gehen wir ganz zivilisiert nach Hause. Und morgen wieder zur Arbeit. Ist ja leider erst Mittwoch, man. Hier voll das Freitaggefühl. Oh, es ist so dunkel. Aber hier sind wir. Das ist natürlich nicht drauf. Ey, es ist voll anders hier, Mann. Viel breiter, habe ich so das Gefühl. So. Ja, mehr Platz, gell, weil da ja die Baustelle war. Stimmt. Und ein schöner Weihnachtsbaum. Schön. Das hatten wir auch damals noch nicht. Sophia University. Und das ist der Turm, der neue. Ein sehr großes Gebäude. Say something about this new beautiful tower. Oh, that's amazing. You guys should check out the bathroom though. I know. The bathroom. Let's check the bathroom. Yeah. Okay, let's go. The bathroom. It's so cool. What a beautiful bathroom. Oh, wow, Shazia!
You're about to cry. Wunderschönen guten Morgen. Oh Gott, ich merke jetzt schon, was das für ein chaotischer Vlog wird. Es tut mir so leid. Ich habe dann halt gestern nicht mehr viel gefilmt, weil es halt auch mega chaotisch war bei uns, wie immer. Wir waren halt nur noch im Izakaya. Guck mal, wie kalt es ist. Seht ihr meinen Atem? Oh Gott. Und ja, deswegen gab es jetzt auch nicht mehr so wirklich viel zu sehen. Jedenfalls war es wieder echt cool, so die alten Leute von der Sophia wieder zu sehen. Und ja, mit denen halt was zu machen. Und auch unsere alte Uni mal wieder zu sehen. Das war jetzt das erste Mal, dass ich meine alte Uni wieder gesehen habe. Mega cool. Aber echt anders. Sieht es viel schöner aus da. So viel größer. Und wie gesagt, die haben jetzt noch dieses zusätzliche neue Gebäude, diesen Tower. Heute ist Donnerstag. Heute gehen wir nach der Arbeit mit den ganzen Praktikanten weg. Und ja, deswegen werde ich heute auch wieder nicht früh nach Hause kommen. Ich bin echt müde. Keine Zeit zum Schlafen. Und jetzt werde ich mich erstmal auf den Weg zur Arbeit machen, denn ich bin etwas spät dran. Schon aus meinen Videos und jetzt sitzen wir hier zusammen und machen zusammen Praktikum. Ihr seid alle drin. Alle Deutsch. Was für ein Video sollen wir mal zusammen drehen? Schreibt es in die Kommentare. Ne, wir machen mal eine coole Challenge oder so demnächst. Oh ja. Guten Morgen. Es ist so kalt hier. Nur um euch mal zu zeigen, in was für Klamotten ich jetzt nach unten gehe, weil es sonst unerträglich ist. Jogginghose, dicke Socken, dicker Pulli und Schal. Ich will nicht. Ich hasse dieses Sharehouse im Winter. Oh, in der Küche ist es wenigstens ein bisschen wärmer. Wo sind meine Sachen? Aber es ist einfach so kalt, Leute. Das ist halt so ein richtig, richtig altes Holzgebäude hier. Habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt. Und die ganze Kälte kommt einfach komplett von draußen rein. Guckt euch mal an, was für eine coole Dose ich immer für mein Mittagessen habe. Da ist so ein halt so eine Gabel, also Gabellöffelmäßig dabei, ein Messer. Und dann hat die so drei Fächer. Und ja, heute war ich echt ein bisschen zu faul, um zu kochen. Ich hatte noch Kürbis eingefroren und dann Reis und ich habe noch ein bisschen Kürbiskacke drauf getan. Also dieses Zeug, was man halt auf den Reis streuen kann, damit es ein bisschen mehr Geschmack hat. Die läuft manchmal leider ein bisschen aus, weil ich die nicht komplett gerade hinstellen kann in meiner Tasche. Aber deswegen tue ich gleich erstmal noch drei Tüten rum. Aber ansonsten ist die echt cool. Das ist übrigens unser Baum im Eingangsbereich. Ist der nicht schön? So, jetzt kommt wieder meine allmorgendliche Tortur, diesen Berg hier hochzulaufen. Und das kann ich euch ja nicht vorenthalten. Das kommt ja mindestens einmal in jedem Vlog, dass ich hier keuchend hochlaufe und gleich nicht meckern. Oh Gott, ich bin so froh, dass heute Freitag ist. Und dann nur noch Montag, Dienstag, Mittwoch zu arbeiten. Dann haben wir bis, ich glaube, zum 9. Januar frei. Oh mein Gott, endlich mal frei. Ich hatte dieses Jahr halt seit Anfang des Jahres, also seit den Frühlingsferien in der Uni, keine Ferien mehr. Und deswegen bin ich echt froh, dass ich dann jetzt bald mal wieder ein paar Tage frei habe. Hallo. Claudis Abschiedsessen. Nein, so traurig. Ja. Ein letztes Mal nochmal eine Inder Curry Cheese Naan Eskalation. Wochenende, oh Gott, meine Haare. Ich bin jetzt in Shibuya. Ich mache heute nicht mehr viel. Ich ruhe mich heute einmal mal aus, später. Aber jetzt muss ich erstmal irgendwas für Silvester kaufen, weil ich null zum Anziehen habe. Und es ist gerade ultra voll hier.
Deswegen mache ich mal lieber gerade die Kamera aus, sonst laufe ich nämlich gleich irgendwen um. Guten Morgen, es ist wunderschönes Wetter draußen und gar nicht so kalt heute. Sehr gute Voraussetzungen und ich gehe jetzt mit den anderen zu so einem Pizza All You Can Eat, was es in der Nähe von unserem Bahnhof geben soll und mal gucken, ob das gut ist. Dann, wie gesagt, habe ich auch, glaube ich, gestern schon gesagt, wir gehen noch zum Weihnachtsmarkt, zu den Illuminations und abends vielleicht noch was trinken mit ein paar Freunden. Bin mal gespannt, wie der Tag so wird und hoffen wir mal, dass es sehr weihnachtlich wird, dieser Tag. Ja. Was ich kurz sagen wollte, heute, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber heute ist der Geburtstag vom Kaiser, der 23.12. Deswegen ist heute Feiertag. Blöd nur, dass dieser Feiertag auf den Samstag fällt, sonst hätte ich dafür freigekriegt. Auf jeden Fall hiermit, lieber Kaiser, alles Gute zum Geburtstag. Wir auf dem Weihnachtsmarkt in Hibiya und es ist so voll, man kann sich hier kaum fortbewegen. Es ist Wochenende und die Japaner flippen ja wieder komplett aus, ne? Es ist echt nervig. Was ist da? Dreh dich mal in die Richtung, damit die Leute nachvollziehen können, ach so, wie voll ja, das ist. Ja, guckt es euch an. Man kann hier echt kaum laufen. Aber naja, und es ist echt so voll ähnlich wie auf dem Deutschlandfest, wo wir waren. Also einfach so richtig. Ja, alles irgendwie auf Deutsch gemacht und du kannst hier Bier und Bratwurst und Glühwein und so alles mögliche an deutschen Fressalien und Getränken kaufen. Ganz süß gemacht auf jeden Fall. Guten Morgen. ich bin jetzt schon irgendwie um 7 Uhr aufgestanden, weil ich gerade ein Video für euch schneide. Das letzte Adventspecial, weil ich heute echt ab 10 Uhr den ganzen Tag unterwegs bin. Wir gehen ja nachher ins Nottheater, danach müssen wir einkaufen und danach machen wir Essen hier und so. Und dann habe ich einfach keine Zeit mehr. Aber das Video muss heute online kommen, deswegen
bin ich jetzt schon auf und schneide das und ich bin echt noch müde und werde gleich erstmal Kaffee trinken, denke ich. So, da ich wie gesagt jetzt nachher ins No-Theater gehe, lesen wir uns zusammen mal kurz die Wikipedia-Seite davon halbwegs durch, weil ich auch echt nicht viel weiß. Ich weiß halt nur, dass es eine traditionelle japanische Theaterart ist mit Masken, aber viel weiß ich darüber auch nicht. Was haben wir hier? No ist eine Form des traditionellen japanischen Theaters, das traditionell nur von Männern gespielt und musikalisch begleitet wird. Seit dem beginnenden 20. Jahrhundert erlangen auch immer mehr Frauen den Status professioneller No-Darsteller. Meist trägt der Hauptdarsteller eine Maske, wie ich gerade schon gesagt habe. Okay, seit dem 14. Jahrhundert gibt's das. Themen und Handlungen. Es gibt 5 verschiedene Arten. Göttliches Drama, männliches Drama, weibliches Drama, Drama vom Wahnsinn, ein Stück zu aktuellen Ereignissen, Ungeheuerdrama, ein Stück, in dem Ungeheuer vorkommen. Masken. Okay, es gibt 250 Maskentypen zur Darstellung verschiedener Charaktere, von denen etwa 60 regelmäßig benutzt werden. Zur Darstellung eines erwachsenen Mannes trägt der Schauspieler keine Maske. Nur um Frauen, Götter oder Ungeheuer zu spielen, muss er eine Maske tragen. Aha. Die Kostüme sind besonders prächtig. Ja, einzigartig in der Theatergeschichte. Musik. No-Theater wird von einer Flöte, 2 bis 3 Trommeln und vor allem Chorgesang begleitet. Das No wird oft als Tanzdrama bezeichnet, da in ihm kein Platz für realistische, wirklichkeitsnahe, improvisierende Schauspielkunst existiert. Klingt auch auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Lest euch die Seite gerne mal durch. Gebäude, Tempel. Wir müssen hier echt öfter sein. Oh, da ist der schöne Skyfi. Ich sehe den immer jeden Morgen von der anderen Seite mega klein. Sorry. Wir sind hier im Theater. Beziehungsweise warten draußen, weil unsere Vorstellung fängt erst in einer halben Stunde an. Was ist das gerade machen? Wollen wir jetzt nicht so rein? Hört mal. Wir werden kein Wort verstehen. Ich habe gehört, dass es sogar schwer ist für Japaner zu verstehen. Wir werden null gar nichts verstehen. Das ist die Pfanne. Wir sind definitiv die einzigen Europäer hier und definitiv ziehen wir den Altersunterschnitt. Definitiv ziehen wir den Altersdurchschnitt ganz schön weit nach unten. Ja, ganz schön weit. Das wird sehr interessant. Frohe Weihnachten. Ach ja, frohe Weihnachten übrigens, voll vergessen. Wir sind wieder zu Hause und bereiten jetzt unser Essen vor. Ein kurzes Feedback zum No-Theater. Komm rüber. Es war cool und es waren coole Kostüme und sehr traditionell und echt cool, dass wir da halt umsonst hingehen konnten, weil wir die Tickets hatten. Aber ich würde nicht nochmal hingehen, ehrlich gesagt. Also so toll war es dann doch nicht, dass man da nochmal hin muss. So, und jetzt machen wir Essen und dann feiern wir hier Weihnachten.
Guten Morgen, es ist der 25.12. Weihnachten und ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Verrückt, oder? In Deutschland wäre das so nicht gewesen. Aber was soll's, ich habe hier auch einfach, auch wenn wir gestern was mit den Leuten aus dem Sharehouse gemacht haben und so, habe ich einfach überhaupt nicht so das Gefühl, dass Weihnachten ist. Und auch wenn wir auf dem Weihnachtsmarkt waren und so, bin ich einfach null in Weihnachtsstimmung. Und deswegen ist alles gar nicht so schlimm. Andere Länder, andere Feiertage. Den Tag werde ich dann irgendwie hinter mich bringen. Es ist sowieso so gut wie keiner da. Tja, also ich werde wahrscheinlich auch nicht allzu viel zu tun haben und viel rumsitzen. Aber was soll's. Und abends treffen wir uns dann nochmal mit unserer japanischen Freundin, die auch gestern bei uns war und macht noch irgendwas. Wir gehen wahrscheinlich nach Shimokitazawa. Definitiv eins der Viertel, die ich euch immer empfehlen würde, wenn ihr nach Tokio kommt. Aber das Viertel habe ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt. Und ja, das ist so der Plan für den ersten Weihnachtstag. Das war's dann jetzt mit diesem Vlog. Ich hoffe, er hat euch einigermaßen gefallen, auch wenn es jetzt nicht gerade das weihnachtlichste und spannendste Weihnachten war. Da habt ihr mit Sicherheit coolere Weihnachtsvlogs auf YouTube gesehen. Ich bedanke mich trotzdem vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage und musstet nicht irgendwie arbeiten. Und ansonsten wünsche ich euch nochmal einen guten Rutsch. Ich hoffe, dass ich das schaffe, das Video noch in 2017 hochzuladen. Und ja, wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder sozusagen. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und mir ein kostenloses Abo. Ich würde mich sehr, sehr, sehr darüber freuen. Abonniert mich gerne auf Instagram und Twitter für noch mehr Posts und Bilder. Und dann sehen wir uns nächstes Mal.